ist ja ein Patt geworden, wo die größte Partei sich selber reingesetzt hat. Das ist so doof wie beim Schach, wenn man überlegen gespielt hat und sich dann ins Patt setzt. Von daher wären Neuwahlen logisch. Das fände ich eigentlich am sinnvollsten. Woche 2 nach der Bundestagswahl. Die Koalitionsverhandlungen sind bereits in vollem Gange. Die Parteien, die es in den Bundestag geschafft haben, müssen sich entscheiden, mit wem sie künftig zusammenarbeiten wollen. Am wahrscheinlichsten ist momentan wohl eine große Koalition aus CDU und SPD. Wir haben die Offenbacher gefragt, wie sie mit dem Wahlausgang zufrieden sind. Im Klaren bin ich mir nicht. Also wünschenswert wäre, wenn eben beide Parteien so sich ein bisschen besser verstehen würden und nicht, dass jeder an sich denkt bei der ganzen Sache. Koalitionsgeschichten finde ich sinnlos und es könnten ruhig noch mehr Parteien im Parlament sein. So ein bisschen frischer Wind wäre nicht schlecht für jede Partei. Ein beliebtes Aufregerthema sind alle Jahre wieder die eingehaltenen und gebrochenen Wahlversprechen. Auch dazu haben die Offenbacher eine Meinung. So ganz entschieden ist es ja auch nicht in Bezug auf Steuererhöhung, denn was die uns versprochen hat, das kann die nicht einhalten. Aber das war ja mit Einschränkung, wenn genug Geld da ist und so. Also ich denke, manchmal wird man ganz schön veräppelt. Ich fände es sinnvoll, wenn alle Parteien auf Koalitionsaussagen verzichten in Zukunft. Okay. Und einfach für ihre Sache stehen und dann guckt man hinterher, was dabei rauskommt. Eine Basisbefragung, wie sie die SPD nun vorgeschlagen hat, halten die Offenbacher für sinnvoll. Weil die CDU mit ihrer Basis in einer Weise Schlitten fährt, die ich für sehr peinlich halte als halbwegs interessierter Demokrat. Aber was Inhalte angeht, zum Beispiel Homo-Ehe, interessiert sie sich gar nicht dafür, was die Leute denken, vor allem die Katholiken. Wäre vielleicht nicht unbedingt eine schlechte Idee, um mal rauszufinden, was die Leute eigentlich wirklich denken, ohne dass sie einfach nur wählen. Vielleicht einfach mal Anregungen holen, was man besser machen könnte.